Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde und Freundinnen, hier bei Yellow Fortress. Heute spielen wir gegen irgendwas. Wir wissen noch nicht, wir machen jetzt ein Lab-Duell hier. Ausnahmsweise mal. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Wir dürfen anfangen. Haben eine akzeptable Starter, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Muss man gar nicht groß überlegen. Wir nehmen natürlich die Shell. Lose One Turn First zu haben ist ganz gut. Emptying ist sowieso. Und der Blutbeschleuniger nachladen ist sowieso ein Muss eigentlich auf der Startern. Deswegen funktioniert das hier eigentlich ganz gut. Hoffe ich. Und ja. Ich möchte gerne diese Karte aktivieren. Ja. Nee. Aber den Effekt triggern. Oh, guck mal, regiert worden. Not bad. Hätte besser sein können. Ja, was machen wir? Ist doch klar, wa? Wir schießen jetzt mal seine Backrow. Okay. Dann möchte ich Shell aktivieren. Zahle die 500, haben wir eine Shell. Weil, ist halt sinnvoller, klar. Nein. Werfen die ab. Ziehen eine. Oh, geil, Scatter Shot. Wir nehmen die Shell schon mal. Im Voraus suchen uns gleich die andere. Dass wir hier Bonus-Shit machen und gehen dann erstmal ab. Weil wir haben nichts. Er spielt ganz offensichtlich Kaiju, das heißt, ich denke, er könnte pur Kaiju spielen. Was nicht so geil wäre für uns. Okay, Tortur. Bonus-Duos. Ganz normal. Zahlungnahme erneut. Wirft Damisil ab. Hat 8 Handkarten. Irgendwas stimmt da nicht. Du musst 2 Setten Safe Call. Okay. Ich finde die Höhlen von dem chillig. Ende der Mainstream. Ja. Ich möchte ihn ab. Oh, schön Planter. Planter habe ich jetzt gebraucht. Dann fangen wir so an. Wir holen ihn. Er hat da was liegen. Kommt eine Warning? Kommt jetzt ein Strike? Was wollt ihr machen? Natürlich aktivieren wir unseren Rocket Effekt. Suchen uns die eine, den einen Glutbeschleuniger. Gehen dann auf den magischen Pflanzer. Destroyen unseren Reload. So. Schön, ja, du hast. So würde ich das sehen. Banishen ihn. Und nehmen Scatter Shot. Perfekt. 500 Schaden. Nichts anketten. Dann der Bonuseffekt. Was? Alles klar. Danke, DevPro, für diesen wunderschönen Bug. An dieser Stelle. Richtiger Scam. Mach's aber nichts. Gucken, was er macht. Dann gehen wir in die Mainphase zu und gehen gleich in seiner Stand-by-Phase oder so. Activaten wir. Ganz sicher. Wer Edward jetzt? Stand-by-Phase. Mainphase. Aha. Darauf möchte ich gerne Folgendes aktivieren. Emptying. Nee. Schön, dass du das machst. Schön, dass dir das nichts bringt. Ich muss meinen Scatter Shot neu schießen. Warum auch immer das so behindert ist. Aber ich möchte die nicht anketten. Aber ich möchte.
Aber warum, ich habe gerade nicht verstanden, warum ich Scattershot nicht auf Scattershot machen konnte. Und das ist halt ein ziemliches Minus. Gut, das Zeug jetzt von hinten. Timing gemisst von der. Ist halt ein großer Vorteil gerade. Summon. Warning. Okay. Ich glaube, dann lassen wir den Rest erstmal. Gucken wir, was er noch machen kann. Ich glaube, ich muss mal meine Rakete gleich schießen. Meiner Hand. Ja. Schieß sie jetzt. Okay, Gegenschlag. Gegenschlag kann ich gleich in meinem Turn rausholen. Und eigentlich ist das, glaube ich, schon GG für mich. Ja, dann wird dieses Video nicht mal so lange gehen. Ich hoffe mal. Ja, okay. Mein Diktiergerät hier, aber ich habe das gerade. Nehme ich extra auf und beim Handy. Und ein Mikrofon sozusagen. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, was die Tonqualität angeht. Und deswegen habe ich das jetzt erstmal hier alles gelassen. Ich hoffe, das funktioniert. Tontechnisch. Wenn es denn funktioniert, dann. Ja, gut, ihr hört ja keinen Unterschied als sonst. Zu sonst. Also macht das ja nichts. Aber für mich persönlich, dann habe ich halt reingeschnitten. Wenn es nicht funktioniert, dann habe ich halt nicht reingeschnitten, klar. Ergibt Sinn. Ja, jetzt ist eigentlich safe für mich. Da kommt die Strike. Ach Quatsch, nein, Platz habe ich noch nicht aktiv. Okay, summon. Damit ich nämlich erst wegmischen kann. Die zwei Scatter Shots möchte ich wegmischen. Und ja, da hat er schon aufgegeben. GG. An dieser Stelle. Replay möchte ich jetzt nicht speichern. Ja, ich hoffe, es hat euch an dieser Stelle hier gefallen. Wenn ja, dann lasst eine Bewertung da, einen schönen Like. Von mir ist auch ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt lieben gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare oder irgendwas, was euch gestört hat. Seid natürlich nett zu uns. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, dann schaut natürlich auch auf unserem Kanal vorbei. Da ist schon einiges da. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Yellow Fortress. Ciao.